Ey, aber das ist kein Bock. Gleich geht's los. Ja, ich muss sagen, es ist heute ein Tag, wo es nicht einfach ist, draußen unterwegs zu sein mit drei Hunden. Es ist scheiße. Nach einem wunderschönen Winterwochenende mit blauen Strahlen, blauem Himmel und leichtem Dauerfrost, wo wir viel unterwegs waren, ist es heute oder seit gestern wieder nasskalt. Nasskalt heißt nur wenige Grad über Null, dabei extrem hohe Luftfeuchtigkeit und aktuell Dauerregen und die Wälder sind bitchenass und vernebelt. Und die Jammerei nutzt nichts, denn sowohl die Hunde als auch mein Körper brauchen existenziell die tägliche Bewegung. Und da kann man nicht auf der Couch liegen bleiben und warten, bis das Winterwetter, das Regenwetter, das Scheißwetter, das Depri-Wetter vorbeigeht. Das tut es nämlich nicht so auf Wunsch, sondern ich muss gemeinsam mit meinen Hunden in der Lage sein, das zu tun, was mein Körper wünscht, was sich die Hunde Körper wünschen. Also raus, also bewegen. Draußen sein, frei sein, leben. Denn Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Klingt jetzt alles ziemlich kernig. Eigentlich bin ich überhaupt nicht kernig drauf, aber scheißegal hier. Ja, ich habe heute meine volle Kampfausrüstung an. Das heißt Thermounterwäsche, Thermo-Fahrradhose mit gefüttert. Dazu meine bewährten Brabos Nomad High, hohe Schuhe, wasserfest. Ja, dazu noch einen Parker, einen gefütterten Parker, der wind- und wasserfest ist. Von Engelbert Strauß, eigentlich so eine Malocherjacke.
und damit komme ich gut klar. Ja, außerdem habe ich hier noch so einen Kapuzenpulli an. Der ist ganz gut, weil ich den über die Birne stülpe und den Helm drüber. Und dann sind Nacken und vor allen Dingen meine Ohren geschützt, die bei scharfem Wind und Kälte empfindlich sind. Innen drin, mein Mittelohr, meine Mittelohren. Los, weiter geht's, holla! Jetzt kommen wir gleich auch noch in einen Nebelwald. Das finde ich dann immer so gruselig schön. Ja, schön, dass es mir schon wieder gefällt. Und wenn es scheiße regnet, vollkommen wurscht. Wollte ich nur mal so gesagt haben, auch wenn ich manchmal ein bisschen, oder wenn es so klingt, als würde ich jammern. Nein, ich jammer nicht, ich erkläre nur, ja, sagen wir mal, bilderreich, wie die Fakten so aussehen, wenn man drei Hunde hat, mit denen man täglich draußen sein muss und nicht nur zum Pinkeln, sondern auch zum Laufen. Jeden Tag 10 bis 15 Kilometer, öfter auch mehr, wenn das Wetter prima ist. So, heute ziehen wieder alle drei Hunde nach vorne, damit sie ein bisschen Spaß haben hier an meiner Dog-Scooting-Leine mit Ruckdämpfer, wie man hier sieht, in der Mitte ein Gummi, damit das Anrennen nicht mehr so ruckhaft ist und den Hund auf den Knochen. So. Hier da. Herkommen. Was ich auch mal erwähnen möchte, wenn ich beinahe täglich meine Touren, meine Wintertouren, meine Scheißwettertouren auf meinen YouTube-Kanal setze, dann nicht etwa um die paar Follower, die sich noch meine Videos reinziehen, furchtbar zu erfreuen, furchtbar zu begeistern, ja, zu animieren, zu inspirieren. Nein, das mache ich eigentlich nur aus Spaß für mich, denn ich muss gestehen, je größer die Scheiße ist, je größer mir das Wetter zu schaffen macht, je mehr es mir zu schaffen macht, umso geiler bin ich drauf, obwohl ich nochmal so gesagt habe. Und da kann ich natürlich nicht verlangen, dass irgendwelche Leute, die sich meine Videos hier reinziehen, die davon begeistert sind, sondern die werden sich eher an die Birne tippen und sagen, der alle hat sie nicht mehr alle. Und sowas würde ich mir nie im Leben antun. Und deshalb schon mal gar nicht drei Aussies, die täglich diese Bewegung brauchen, diese Action brauchen. Sondern wenn Hund, dann so einen kleinen Schoßhund, den man auch in die Handtasche packen kann, wenn es regnet oder so.
Wort Nomad. Ava, andere Seite. Ava, andere Seite. So ist gut. Weiter. Starten. Ja, außerdem habe ich hier noch so einen kaputten Pulli an. Der ist ganz gut. Dann bringen wir die Birne drüber und den Halm drüber. Und dann sind Sachen und vor allen Dingen meine Ohren empfindlich. Meine Mittelohren. Los, weiter geht's, holla! Jetzt kommen wir gleich auch noch in einen Nebelwald. Das finde ich dann immer so gut und schön. Ja, schön. Mir ist um die Gefällt und wenn es scheiße ist, vollkommen so. Oh, nicht kommen. Ja, ich habe auch ein bisschen. Oder wenn es nicht gut ist, dann wird es klammern. Nein, klammern nicht. Wenn wir starten. Ja, ich kann das gar nicht oft genug betonen, aber der Hund, der mich zurzeit am meisten fasziniert, das ist unsere alte Hündin Fly, die jetzt 12,5 Jahre alt ist, die auch immer mehr Probleme hat, dass sie mal Schmerzen hat, die dann wieder vergehen. Manchmal habe ich den Eindruck, jetzt geht's nicht mehr. Aber über Nacht wird es dann plötzlich wieder besser und am nächsten Morgen mag sie nicht zu Hause bleiben, mag sie nicht auf der Couch liegen bleiben, mag sie nicht im Dogtrailer unterwegs sein, dann mag sie mitlaufen, mitrennen und dann strahlen ihre Augen wieder, dann ist sie wieder mit Feuer und Flamme dabei und das finde ich total klasse. Und was ist da los? Was ist da los, Fly? Was geht da ab? Ja, riechst du was? Weiter geht's. I live a life that's surreal, where all that I feel I am learning. My life is like an ever-spinning wheel, fueled by a fire that's still burning. And in time, it's all a sweet mystery, when you shake the tree of temptation. Yeah, and I know the fear and the cost of a paradise lost in frustration. And the flame still burns, 'cause
forever I know, and the flame still burns from a glimmer back then. It lights up again in my life. I want my thoughts to be heard, the unspoken words of my wisdom. Today, as the light starts to glow, tomorrow who knows who will listen. But my life has no language of love, no words from above are appearing. But in time the fire will grow, with a reason for hope and believing. And the flame still burns, it's there in my soul forever I know. And the flame from a glimmer back then. Ja, zu dieser ganzen Wettertristesse aktuell kommt noch ein Todesfall in der Familie, womit jetzt meine Frau Astrid hauptsächlich beschäftigt ist, trauertechnisch, aber auch organisatorisch, und ich ein bisschen mit Entrümpeln, nämlich Astrids Mutter ist genau vor einer Woche gestorben, kurze Zeit nach einer heftigen Corona-Infektion. Und das hat nochmal, ja, hat nochmal in Erinnerung gebracht, dass Corona nicht Schnee von gestern ist. Vor allen Dingen nicht für alte Leute, vor allen Dingen nicht für Risikopatienten. Und dazu gehöre ich natürlich auch, zu alt und risikobehaftet bis Oberkante. Mit Altkrankheiten, mit einer Menge Medikamenten. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass ich mich hier immer wieder täglich mit den Hunden an der frischen Luft bewege. Denn eine der Therapien oder der Gegenmaßnahmen gegen eine, ja, tödliche Corona-Infektion. Ja, es ist geradeaus, geradeaus! Es ist aktuell 13 Uhr und 4 Grad. Und man hat den Eindruck, dass es gleich Abend wird. Aber dem ist überhaupt nicht so. Es ist noch lange nicht Abend, sondern mittig am Tag. Jo, so ist das. Und ich muss immer zu dieser Jahreszeit auch an die Nordländer denken, an die Menschen, die innerhalb des Polarkreises leben, wo dann längere Zeit, je weiter man nach Norden kommt, die Sonne gar nicht mehr aufgeht und auch etliche Tage, Wochen, Monate Dunkelheit herrscht. Und das ist noch eine andere Dunkelheit wie diese Nebelsuppendunkelheit, die mich gerade umklammert hier. Still burns, it's there in my soul, it's there in my soul. And the flame still burns, yeah, it's there in my soul. Ja, die Hunde haben wieder Wild in der Nase. Hier gibt es natürlich im Büdinger Wald jede Menge Wild, jede Menge Wildschweine. Und interessant ist aktuell zu beobachten,
dass der Jagdtrieb bei Fly schon länger weg ist oder sie zumindest nicht mehr wild verfolgt. Ich kann sie jederzeit abrufen, wenn uns jetzt Rehe oder Wildschweine vor die Nase kommen. Ava ist noch hammerhart scharf mit ihren 3 Jahren. Aber gestern und vorgestern hatten wir die Situation, dass Ava angedockt an Spaghetti bei Wildkontakt von Spaghetti gebremst wurde. Das heißt, jetzt ist auch Spaghetti in einer Jagdtrieblaune, die nachlässt. Das heißt, ich kann sie zurückrufen. Ich kann jetzt 2 Hunde einwandfrei sauber zurückrufen, wenn wir Wildkontakt haben. Und das ist gut so. Und Ava mit 3 Jahren ist halt eben noch auf einem anderen Wilddampfer unterwegs, nämlich mit Volldampf. Forever I know, and the flame still burns from a glimmer back there. Oh yeah, and the flame still burns. Oh, it's there in my soul. Oh, it's there. From a glimmer back then, oh, it lights up again in my life, in my life. Nicht ganz so einfach, die. Die Waldwege sind teilweise hier extrem matschig, sind voller Wasser, kleine Bäche. Dann mit Dogtrailer 2 Hunden, die nach vorne ziehen und dabei noch einhändig lenken. Aus dem Nebel und der Regen lässt nach. Es wird bunt.